Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch zwei Jaclyn Hill Paletten von Morphe vor. Es geht um die Paletten Ring the Alarm und Bling Boss. Viel Spaß beim Anschauen! So, wir schauen uns jetzt die zwei Jaclyn Hill Paletten von Morphe an, und zwar die Ring the Alarm und Bling Boss. Ich habe mir die direkt bei Morphe bestellt, sollten also keine Dupes sein. Ja, mir wird das Ganze geliefert, also die Paletten, wenn man die jetzt bestellt, kommen in so Kartons. Das ist jetzt der Karton von Bling Boss. Ich habe es natürlich schon ausgepackt. Sehen relativ edel aus. Das ist der Karton von Ring the Alarm. Sehen eigentlich genau gleich aus. Boah. Die Paletten selbst sehen dann so aus. Also das ist jetzt die Palette Bling Boss. Und das ist die Palette Ring the Alarm. Spiegelt ganz leicht. Aber nur ganz leicht. So. Ich nehme mal an, ihr seid daran interessiert, dass wir Swatches machen. Ich fange jetzt an mit der Bling Boss Palette. Die Bling Boss Palette hat natürlich wie alle Paletten so einen tollen Spiegel drinnen. Und das sind die Farben. Ich gehe jetzt einfach so wie immer so durch. Die Namen der Farben sage ich nicht, das kennt ihr ja schon, die finde ich jetzt nicht besonders interessant. Könnt ihr wahrscheinlich im Internet nachlesen, wie die Farben heißen. So, die erste Farbe. Die Farben sind samtig weich, wenn man reingeht. Diese zweite Farbe hat nicht wirklich viel Pigment, das ist sehr schwach. Die ist jetzt sehr stark. Auch die ist jetzt eher schwach. Muss ich sagen, hätte ich mir eine bessere Qualität erwartet, aber gut. Also ich finde die eher schwierig und die ist auch ein bisschen schwierig. Das ist jetzt die erste. Ich bestelle mir das Zeug von Morphe eigentlich immer direkt von der Morphe Homepage. Seit sie ja quasi einen Europa-Shop haben, ist das auch eher unproblematisch. Früher war es halt so, da musste man immer auf den Dollarkurs schauen und dann direkt von Amerika bestellen. Das braucht man jetzt nicht mehr. So, dann zur zweiten Reihe. Also man sieht es ein bisschen, dass die schon nicht so toll sind, wie man sich es vielleicht erwartet. Kann man schon ein paar Mal nachstreichen, damit das wirklich deckend ist. Oh, die Farbe ist toll. Oh, die Farbe ist wirklich toll. Wow. Ist auch schön. Aber es sind Glitzerfarben. Glitzerfarben sind immer sehr hoch pigmentiert. Das sind jetzt die Farben der zweiten Reihe. Die ist wirklich wunderschön. Die hat, das ist so ein Lila mit so einem Gold drin, mit so einem Goldschimmer. Das ist wirklich, das ist super schön. Ja. So, somit hätten wir mal alle Farben dieser Palette. Wie gesagt, ich bin jetzt von diesen dunklen, matten Tönen gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Weil ich einfach finde, dass die ein bisschen schmierig sind. Aber muss jeder für sich wissen, ob es reicht oder nicht. So. Das machen wir noch schnell ab. Kommen wir zur nächsten Palette. Und zwar Ring the Alarm. Ring the Alarm.
So, die Palette hat natürlich auch einen Spiegel drinnen. Das ist die Palette. Es gäbe ja noch eine dritte Palette, die habe ich jetzt aber nicht bestellt, aus dem ganz einfachen Grund, weil da Farben drin sind, wo ich mir von vornherein denke, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Rein von meiner Augenfarbe her und von meiner Haarfarbe kann das überhaupt nichts. Und ich bestelle mir jetzt nicht mutwillig irgendwelchen Schrott, nur damit ich euch irgendwelche Swatches zeigen kann. Also, ich beginne mit dem ersten Farbton. Boah, der ist schön. Also mal ganz ehrlich, der ist super schön. Der ist. Ich meine, er ist so, wie er aussieht in der Palette, aber ich finde Senf jetzt eher schwierig. Ah ja, da hinten habe ich noch einen Fleck von vorhin. So, das sind die Töne der ersten Reihe. Also der ist super schön. Ist auch wieder so ein Pink mit so einem Gold drinnen, mit so einem Goldschimmer. Man sieht es jetzt so ein bisschen. Sieht super schön aus. Die sind jetzt eigentlich alle recht satt im Auftrag. Finde ich keinen schmierig. Das war auch wahrscheinlich, weil keine dunklen Töne dabei waren. In der nächsten Reihe sind ein paar dunkle dabei, dann werden wir gleich sehen, ob die auch wieder so schmieren. Ich habe so einen Verdacht, dass die dann auch wieder schmierig sind. Denn mir kommt vor, dass diese Paletten bei den dunklen Tönen nicht die Qualität haben, die man sich vielleicht erhofft. So. Dann zur zweiten Reihe. Oh. Oh. Lass es Farbe regnen. Oder Pigmente. Ja, da haben wir wieder so einen dunklen Ton, wo man noch 25 Mal reingreifen muss, damit man Farbe drauf kriegt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Farbe ist ja viel intensiver, wenn man die jetzt mit den Fingern aufträgt. Also wenn man das mit dem Pinsel macht, dann ist es gar nicht mehr so intensiv und dementsprechend wird es ja dann schwieriger. Also das sind jetzt alle Farben der zweiten Reihe. Also der ist super schön. Auch wenn ich jetzt Rot schon schwierig finde, weil man wahrscheinlich hauptsächlich verheult und furchtbar aussieht. Aber grundsätzlich ist es eine coole Farbe. Also der Ton zum Beispiel ist so gar nicht meins, muss ich jetzt sagen. Aber der Rest ist okay. Das ist auch sehr schön. Also, das waren jetzt alle Töne von diesen Paletten. Grundsätzlich vom Angreifen her sind die recht cremig. Auch die schimmernden sind nicht bröselig oder irgendwas, dass da jetzt irgendwie ein Haufen Fallout entsteht oder so. Insofern ist es recht gut. Ich finde allerdings, dass die dunklen matten Töne von der Qualität her nicht so toll ist. Die muss man auch aufbauen. Ich habe es jetzt in der Praxis noch nicht versucht, wie die so sind. Aber das werde ich noch machen und dann kann ich ja vielleicht einen Nachtrag machen oder ein Video oder was weiß ich. Ja, ich hoffe, euch hat es geholfen, falls ihr überlegt, ob ihr euch die Paletten kauft. Ich hoffe, ihr könnt mit den Swatches ein bisschen was anfangen mit der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, jawohl. Und ansonsten wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Ciao!